Hallöchen, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute mal wieder durch unseren Tag mit, denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist nämlich letzter Schultag und wir sind seit circa einer Stunde schon zu Hause. Ich bin mit der Lara heute in der Volksschule gewesen, sie hat ihr Zeugnis bekommen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön für sie und ja, die Kinder feiern das immer so schön hier bei uns in der Volksschule. Hier im Örtchen, da wird ein bisschen was vorgeführt, die Kinder singen was, die vierte Klasse wird verabschiedet, ist immer was richtig Schönes. Ja, der Papa war auch dabei. Papa ist schon brav am Video schneiden. Er schneidet nämlich den Putzvlog, den ihr schon gesehen habt. Und der Patrick holt gerade die Michelle von der Schule ab. Der Patrick hat ja schon länger Schulschluss gehabt, wegen der Matura und so. Einige haben mich gefragt, ja, wie es dem Patrick so geht, weil er hat ja Matura gehabt, also Abitur. Der Patrick hat einen sehr, sehr guten Abschluss, wie sagt man das? Ich weiß nicht. Durchschnitt, glaube ich. Durchschnitt, keine Ahnung. 1,5 auf jeden Fall, also die Matura mit 1,5 sind natürlich sehr, sehr stolz. Und der Bate geht jetzt ein Jahr Zivildienst, kennt man das in Deutschland auch? Also auf jeden Fall ein Jahr, wo er dann so Rettungssanitäter-Gehilfe ist, mehr oder weniger. Er fährt dann mit dem Rettungswagen, also nicht selber, ich weiß nicht, schauen wir mal, wie eingeteilt wird. Aber auf jeden Fall hat er eine Stelle gefunden in Wien und da wird er jetzt im Oktober dann anfangen und man kann sich ja bei uns in Österreich aussuchen, also entweder Bundesheer oder Zivildienst. Und er wollte nicht Bundesheer, deswegen hat er Zivildienst genommen. Ich werde euch auf jeden Fall durch den Tag mitnehmen. Ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten, ich werde mich gleich zum Papa ins Büro setzen. Ich werde ein bisschen die Küche aufräumen, Geschirrspüler ist dreckig. Wir werden auf jeden Fall einräumen, vielleicht kann ich ihn dann einschalten und ein bisschen ja, den Toaster und so wegräumen und dann arbeiten. Schön spielen, habe ich mich zu meinem Mann hier gesellt, der schön brav Videos schneidet. Hallo! Aber ich höre fast nichts mit dem Kopfhörer. Hat der Büro schon wieder vollgemüllt, oder wie? Das ist nicht von mir. Kantonage bei uns. Das schon langsam wieder. Bei uns steht immer Kanton herum. So, was ist los? Heißt halt natürlich, das ist ein Joken. Das ist halt immer, wisst ihr halt, wie es ist. Wenn man so einen Online-Shop hat und so, dann kommen wir Lieferungen, dann müssen wir ausgeliefert werden. Kooperationen sind ja weniger so an sich geworden. Das mit Joggen ist ja keine Kooperation an sich, weil ich da ja, so Kommentare bekommen habe, ja, bei dir so viel Werbung und so. Und dazu wollte ich kurz was sagen, weil das ist, ich finde, das ist wichtig, dass man das auch versteht. Ist Kabel tatsächlich, wenn ihr ganz ehrlich seid, eigentlich, wann gab es das letzte Mal eine Kooperation? Ich glaube, das mit den Klamotten, wo wir wandern waren. Und davor und also danach eigentlich auch nichts mehr. Und wir waren halt krank, deswegen kamen keine Videos. Und das mit Jogging ist ja so im Endeffekt keine richtige Kooperation, sondern das ist ja, ja was anderes, mehr oder weniger so Network-Marketing. Und ihr müsst verstehen, wir leben ja halt davon. Und wir haben uns, also ich habe jahrelang das aufgebaut mit Daily-Videos. Dann ist der Papa dazu gestoßen vor 2 Jahren. Wir machen das jetzt zusammen und wir gehen halt einer Leidenschaft nach. Wir sind halt immer dran geblieben und das ist halt der Lohn, dass wir dadurch halt leben können. Ich finde nicht, dass es nur Werbung ist. Also wir versuchen eine gute Balance zu finden. Ich kann es natürlich euch nicht allen recht machen, aber das ist halt Teil unseres Lebens, so wie es gerade halt so aktuell läuft. Und ich würde mich natürlich freuen, ich weiß, dass die meisten, also ich glaube so 95-98% gönnen uns das und freuen sich für uns. Aber natürlich gibt es halt immer so die, die dann halt irgendwie, ja, irgendwas zu bemängeln haben. Auch okay. Ja gut, mein Lieben, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt nämlich gleich ein Meeting, also mit jemandem, der gerne mehr Infos über das Joggen-Business haben möchte. Und da werde ich sie jetzt gleich entweder anrufen, mal gucken, oder ob ich mit ihr einen Zoom-Call mache über meinen Laptop. Ja, ich habe auf jeden Fall unten meine Webseite verlinkt, da könnt ihr mal vorbeischauen. Da könnt ihr ein bisschen was über Joggen nachlesen. Auf der Webseite findet ihr einige Infos dazu. Und falls ihr gerne mehr dazu wissen wollt, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an business@dianadiamanta.at und wir können uns einen Termin ausmachen und ein bisschen, ja, ich kann euch ein bisschen was darüber erzählen, für die Leute, die es interessiert. Aber jetzt genug darüber gelabert, jetzt wird ein bisschen gearbeitet und wir melden uns dann gleich. I can't stay, no, I always gotta go, playing house, this ain't a home with my soul, on the road, I can't
my soul on the road. I can't sit still for a minute. I'm so dead set on indifference. Keep it Charlie, stay down with them Dickens. Let's get around like it's the 80s. Right round, let's keep spinning. Let's keep playing these games that we don't want to finish. So, meine Lieben, wie ihr seht, sitzen wir im Auto, denn wir gehen jetzt mit der gesamten Family, die wahrscheinlich alle schlafen, weil es so super ruhig ist im Auto. Inklusive ich. War besser lustig. Wir gehen jetzt auf jeden Fall, wir fahren sogar in die City nach Wien und gehen was Schönes essen. Die Kinder haben sich zwar McDonald's gewünscht, aber gehen wir dann zu McDonald's? Schauen wir mal, was halt passiert. Sie haben gesagt, es gibt so einen coolen McDonald's, der renoviert wurde und der ist mega schön. Danach werden wir ein bisschen spazieren, oder? Vielleicht noch am Spielplatz gehen, mal gucken. Irgendwas Schönes werden wir noch finden, was wir machen können. Angekommen in Wien. Wir schauen voll wie Touristen aus, mit Rucksack. Mit Kamera. Und vielen Kindern. Wir sind wie so eine Reisegruppe. Ja. Ja, wir gehen auf jeden Fall mal jetzt spazieren, ein bisschen hier auf der Marieferstraße. Wien, Starbucks. Michel kennt auch Starbucks. Starbucks. Auf jeden Fall wunderschön hier. Eine fette Baustelle. Ich drehe mal kurz um. Neue Grünoasen geschaffen. Aber werden hier Wohnungen gebaut? Nein. Gastronomie, davon hat er ja mehr Gastronomie und sowas, ne? Da ist ja die Miete mega fett. Hallo! Das ist Dr. Rotbart. Das kommt mir bekannt vor. So, wir sind hier bei McDonald's auf Maria Hilfestraße. Ich denke, wir sind einer der modernsten McDonald's da in Wien, oder? Ja. Der Größe auf jeden Fall. Ist. Aber der Größe, ja. Essen ist schon da. Die Mama ist sehr vorbildlich. Ein Salat. Ich mache eine Detox. Was hast du noch, Mama? Was hast du noch zum Trinken? Mineralwasser. Keine Kuh. Sehr brav, sehr brav. Und der Party hat, was ist das? Max Chicken. Wow. Und ein Rap hast du auch. Ja, genau. Chicken Nuggets und haben ein legendäres Royal Taste, ohne das geht ja gar nicht. Mit Curly Fries, mega lecker. So, wir werden jetzt die Kamera ausschalten, weil Essen ist schwierig mit einer Hand. Und wir sehen uns dann später. Habt ihr was zu sagen? Ich auch, wir sind voll satt und wir sind noch kurz am Spielplatz. Und der Philipp findet das ganz toll. Philipp! Mein Gott. Und da oben sind die anderen zwei Ratten. Aha. Hier wird sich noch ein Eis gegönnt. Wow, schmeckt ihm? Mega. Ja, die Zunge rauscht. Er will nur noch so. Ist lecker, Philipp. Philipp, ist lecker. Ja. Wie hat das, hast du gesehen, wie er dich auf den Bauch geklopft hat? Jetzt? Gibst du bitte? Hallo, hallo. Hey, gib mir. Hey, hey, gib mir das. Das Leckere. Aber er hat gerade auf sich selber so gemacht. Gib ihm mal nicht, ich will sehen, wie er so klopft. Wow. Ist lecker. Oh, wow. Gelato. Gelato. Was auch probieren, ist lecker. Danke. So, ihr Lieben, wir sind jetzt ganz genau in einem teuren Platz. Da muss ich euch zeigen, wo wir sind. Luxus. Wir sind eine Tankstelle. Ja. Und jetzt werden wir tanken. Halt euch fest. Ich muss mich auch selbst festhalten. Kaffee, bitte. Ich gehe mal schnell Wasser kaufen. Ich bin okay. So thirsty. Was glaubst du, was das ausmacht? 100 Euro, 120, 110? Schreibt das in die Kommentare. Bitte schön. Dankeschön, warte, ich kann die Kamera nicht halten. So nicht.
I need some water, please. Yes. Ich hol mein Wasser. Ja. Kannst du mal aufmachen? Kann man nicht Wasser tanken? Es gab kein Glas, okay? Okay. Papa, hilf mir, wenn ich ein Plastikflasche brauche. Es gab kein Glas. Okay. Ich kann mich erinnern, das ist schon sehr lange her, das waren so die Vlog-Anfänge. Da habe ich auch getankt und die Kamera oben gehabt. Und da ist so ein alter Herr zu mir hergekommen. Was ist denn das? Entschuldigung, was ist das, der schwarze Daumen drauf? Eine Kamera. Aha, und ist das denn immer da oben? Für die Nein, das habe ich jetzt drauf schon. Früher haben wir so viel getankt, oder? Das war ja das, was wir früher bezahlt haben, 63 Euro. Wenn der Tank wirklich leer war. Das ist wirklich heftig. Mein Herz blutet auch. Ja, irgendwie geht's nicht mehr. Was? Irgendwie geht das nicht mehr. Die Pumpe geht nicht mehr. Also ich habe nicht 26 Euro getankt, sondern es gab ein Problem. Ich habe zweimal tanken müssen, irgendwie ist die Pumpe stecken geblieben. Also ich habe einmal 81 Euro, nochmal 26 Euro. Wieder zu Hause, schaut euch mal diese fleißigen drei Bienchen an. Tut sie da Geschirrspüler ausräumen? Schaut, du räumst du die Schere weg, Lara. Philipp, machst du mit? Ja. Was machst du, Luisa? Sag mal. Oh, du räumst das Besteck weg. Ja, die Mami macht das scharfe Messer. Okay. Ach so, okay. So, ich habe der Lara versprochen, dass ich ihr einen Oreo-Shake mache. Deswegen, ich schau mal, wie das geht, ob es überhaupt eingespeichert ist. Vanille-Schoko-Freak-Shake? Hä? Oh, schaut auch schön aus. Aber ich mag sowas nicht. Nein, gut, dann mache ich es einfach so ganz normal. Ohne Rezept, das kann ich ja so, Lara, das ist ja nicht so schwer. Man muss nur Eis reingeben, ein paar Kekse mal. 1, 2, 3. 11, 12. Machst du ein Essen? Ja, bitte. Ich kann deine Schwester auch. Bitte. Die Oreo-Shakes sind auf jeden Fall sehr gut angekommen bei den Kindern und die haben das jetzt sich noch gegönnt. Ich bin jetzt kurz beim Papa im Büro, der fleißige Mann hat sich nochmal hergesetzt. Übrigens, wir haben es nicht geschafft, das Video heute fertig zu schneiden. Also er hat es nicht geschafft, es war viel zu viel. Das sind 3 Stunden Rohmaterial hier. Ja, also nicht böse. Am Freitag kam kein Video deswegen, weil wir wollten auch den Tag mit den Kindern genießen. Warum ist die Schneidemaschine so offen? Das ist dangerous. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mit den Kindern ins Wohnzimmer. What are you doing? Ich, keine Ahnung, ich wollte das nur ein bisschen wegschieben. Bitte zerstört nicht. Was ist da los? Mach dir keine Sorge, das ist die Mama. Habt ihr euch verletzt? Geht's euch gut? Geht's euch gut? So, das ist die Mama, was soll das heißen? Ich wollte dir was Gutes tun, ja? Ich wollte für dich das Fenster öffnen, damit du hier frische Luft hast. Aber was ist da los mit meinem Licht? Wer hat das hier so kaputt gemacht, ha? Schau dir das an, was ist so? Ah, es war angenehm. Also aufgemacht, aber bei uns ist es gerade so schwül. Ja, auf jeden Fall bin ich eigentlich hier nur ins Büro gekommen, um Tschüss vom Vlog zu sagen. Meine Linda, Papa macht jetzt noch ein bisschen Office-Kram. Es sind heute nämlich noch einige Bestellungen von Joan reingekommen. Kommst du dann auch bald zu uns? Ja, gehen ins Wohnzimmer, genießen jetzt unseren ersten Ferientag, nicht letzten. Juli, 1. Juli. Schönes Datum, oder? Für den Ferienbeginn. So, wir sagen jetzt Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Bye.